Hallo liebe Freunde, und schon sind wir zurück in Akt 2. Gut, wen spielen wir denn? Mit dem guten Shea oder mit ihr? Aber wir wollen ja politisch korrekt sein. Wir haben ja in Akt 1 mit ihm angefangen, also fangen wir mit ihr an. Bin immer gespannt, was hier noch so auf uns wartet und wie sich das hier alles auflösen wird. Bin ich echt mal gespannt. Ziel erfasst. Jetzt nur noch ausrichten. Beinahe drinnen. Stillhalten. Genau im Visier. Du wirst nie erfahren, was dich getroffen hat. Mal aufstehen? Mist! Ich dachte, ich hätte sie erwischt. Hast du versucht, mich zu erstechen? Warum? Nimm's nicht persönlich, Mädchen. Das ist mein Job. Vor gerade einer Minute habe ich zum Beispiel das ganze Schiff abstürzen lassen, indem ich das Raumgefüge durchtrennte. Also bist du glimpflich davon gekommen. Gerade als ich dachte, dass es nicht noch verrückter werden könnte. So. Okay, dieser kleine Widerborst wollte uns gerade meucheln. Nicht gleich mal anquatschen, den Arsch. Ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Irgendwas sagt mir, dass du den Wert eines guten Messers zu schätzen weißt. Aha. Kann ich irgendwie vergewissern, dass du ein sprechendes Messer bist? Was machst du im Inneren des Monsters, Makshatra? Ich muss aufhören, mit dir zu reden. Wir fangen mal oben an. Kann ich mich irgendwie vergewissern, dass du ein sprechendes Messer bist? Ich versuche nämlich gerade herauszufinden, ob ich meinen Verstand verliere oder nur ein paar Wahnvorstellungen habe. Oh, ich bin wirklich echt, Mädchen. Ein Wunderwerk der Technologie. Und auch noch scharf. Ein scharfes Messerchen. Was machst du im Inneren des Monsters, Makshatra? Monster! Mädchen, du bist im Raumschiff Basi Nostra. Oder, im Moment gerade außerhalb davon. Bin ja echt gespannt, wie sich das hier noch weiterentwickelt. Wir sind außerhalb von einem Raumschiff? Wie kann ich dann atmen? Frag mich nicht sowas. Ich bin ein Festkörper. Ich muss zugeben, dass dieses Schiff und alles drumherum sich seltsam verhalten hat, seit ich umgeschnitten habe. Aber das war auch zu erwarten. Wer ist der Captain auf diesem Schiff? Das andere Kind, das durch den Helmpunkt im Raum gestürzt ist, haben wir Commander genannt. Den echten Kopf hinter der Operation nennen wir jedoch einfach Mama. Aha. Wo finde ich Mama? Keine Ahnung. Ich habe schon länger nichts mehr von ihr gehört. Aber hey, ich habe sie nicht erstochen. Das kannst du mir wirklich nicht unterjubeln. Du kommst mit mir. Nur damit das klar ist. Ich habe dieses Schiff zu Boden gebracht. Egal, wenn was geboten ist. Na klar ist was geboten. Es ist immer irgendwas geboten, liebe Freunde. Und noch einmal herzlich willkommen zurück zu Broken Age Akt 2. So, bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier alles noch machen müssen. Was haben wir denn hier? Durch das Loch kann ich immer noch den Himmel sehen. Und das im All. Seltsam. Guck mal, ich schon. Ach nee, Leertaste, guck mal, nicht drücken hier. Geh mal hier rüber. Achtung, höher unter dem empfohlenen Wert. Außenhülle beschädigt. Leite Notstart ein. So, was haben wir denn hier alles so rumliegen? Schiffsachse unausgeglichen. Gyrostabilisatoren getrennt. Wie es aussieht, hat dieses Ding einen Schaden erlitten. Von mir. Ja, so sind wir. Was haben wir denn? Was ist das eigentlich? Ach, das ist der Knopf. Was ist das? Und das ist das gut. Also ich glaube, hier bringt jetzt noch nichts weiter. Nicht verfügbar. Diese Rohre sind genauso kaputt wie die anderen. Wir haben uns jetzt mal genau umschauen. Irgendwie scheint da nichts rein und nichts raus zu fließen. Also müsste irgendetwas fließen. Bloß was. Na gut, gehen wir mal raus und schauen uns immer weiter um. Initialisiere Sternfeldreparatur. Funktion nicht verfügbar. Öffne dich! Mist, das Ding geht nicht auf. Reinitialisiere Sternfeldreparatur. Ja, gucken wir uns das mal an.
Funktion nicht. Was ist das? Ein Goldfischglas? Oh. Vermutlich wohl eher ein Raumfahrerhelm. Matrix 2. Schließe Sternfeldreparatur ab. Sternfeldintegrität wiederhergestellt. Initialisiere Druckanhebung. Funktion nicht verfügbar. Luftverteilungssystem unvollständig. Druck kann nicht angehoben werden. Das können Sie mitnehmen. Anti-Schwerkraftfeld kann nicht initialisiert werden. Ah ne, die klettert bloß rauf. Okay. Luftverteilungssystem unvollständig. Runter. Druckanhebung nicht möglich. Geh nochmal hier entlängs. Vielleicht haben wir hier bloß irgendetwas übersehen. Ach nee, warte mal, das sah doch eigentlich aus wie ein Schlauch, oder? Warte mal, ganz kurz nochmal zurück. Sieht doch aus wie ein Schlauch. Warte mal, wir haben doch ein Messer. Vielleicht können wir das Schlauchding hier messern. Ganz mies da hinmeucheln. Dann hat unser Freund was zu tun und freut es sich bestimmt dabei. Es ist praktisch, ein gutes Messer dabei zu haben. Auch wenn es ein bisschen verrückt. Hey, Schlaukopf, kannst du auch was schneiden? Ich heiße Dutch. Und die Antwort lautet ja. Ja. Haha. Ja. Endlich. Vielen Dank. Ich habe dir zu danken. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Okay, das klang jetzt etwas eindeutig, zweideutig. So, guck mal, jetzt haben wir ja schon einen Schlauch. Jetzt müssen wir schon was probieren. Kann man das zufällig damit reparieren irgendwie? Warum, deshalb, wieso, wäre ich jetzt auch nicht, aber tut's halt mal. Ich könnte diesen kleinen Schlauch mit einem anderen verbinden. Aber mit welchem? Also nicht das wissen. So. Hast du den Fingernägel geschnitten? Okay. Okay, sei jetzt kein Spalt interessiert, ich weiß. Dann probieren wir es halt einfach mal. So. Ich könnte diesen kleinen Schlauch mit einem anderen verbinden. Warnraum, Luft entweicht im Überlaufrecken. Geht's. Und das? Warnraum, unvorhergesehene Hydraulikverbindung. Wenigstens ist nichts in die Luft geflogen. Na, was für ein Glück. Und wir gehen mal raus, wir haben nur noch so ein Ding, das hier drüben. Probieren wir es mal hier mit, mal gucken, damit was da so passiert. Man irgendeine sinnvolle Verbindung herstellen können. Okay, ja, ja. Das dürfte etwas bringen. Greife auf Wartungsfeld 36 zu. Wartungsfeld 36, was da ist passiert? Ich guck mir das Ding mal an. Quietsch, quietsch, quietsch. Und jetzt? Was? Muss doch irgendeinen Sinn haben. Irgendeinen tiefgründigen. Nein, das ist hierher gehen. Hä? Sind gleich null oder müssen wir jetzt wieder irgendwas mit dem Messer tun? Wir gucken mal. Haben wir unser Messer schon hier? Ich will das nicht schneiden. Warum nicht? Weil du es noch nicht probiert hast. Genau, mein Messer, du hast vollkommen recht. Dieser Schlauch hat eine Schwachstelle. Aber von hier aus komme ich nicht ran. Haben wir jetzt irgendwas gemacht? Ich bezweifle, dass dieser Helm da etwas bringt. Warum nicht? Die behalte ich. Es ist schwer, die passenden Schuhe zu finden. Nicht möglich. Jetzt zieh noch mal den. Na, was machst du denn? Mensch, alte Schlonze. Soll's herkommen? Wir ziehen das jetzt noch mal ab. Ey, warte mal, vielleicht können wir ja noch was abschneiden, noch was von dem Schlauch. Vielleicht brauchen wir zwei Stücken davon. Mal gucken. Vielleicht brauchen wir zwei Stücken davon. Dieser Schlauch hat eine Schwachstelle. Aber von hier aus komme ich nicht dran. Ach so. Okay, vielleicht können wir das von hier oben aus tun. Ah, nein. Ach, Mensch. Blöde Kuh. Nein, war ein Spaß. Okay, probieren wir das jetzt nochmal.
mit dem Messer hier, weil hier ist ja noch eine Schwachstelle, sehe ich gerade. Ich will jetzt nicht den Schmutz unter meinen Fingernägeln wegmachen. Igitt. Gut. Noch mal drauf hier. Geht nicht auf. Die Stimme sagt mir, dass es etwas mit Druckanhebung zu tun hat. Ich meine die Stimme des Sprechers und nicht irgendeine Stimme in meinem Kopf. Egal. Oh, da ist doch was hier. Nein, ich will... Nun, ja. Ich will schon ewig leben, stimmt's? Allmählich fange ich an, dich zu mögen. Ja. Autsch. Das hat wehgetan. Aber dieser Schlauch war es wert, glaube ich. Schneiden ist alles wert. Genau, lass uns schneiden, meine junge Frau, Fräulein, wie auch immer. So, wir haben noch einen Schlauch. Hoffentlich kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen. Gut, der hier muss zur Luftversorgung gehören. Oder zum Überlaufbecken? Aus diesem hier kommt ein seltsamer Geruch. Hoffentlich ist das Gas nicht brennbar, das da rauskommt. Na, stöpsel doch einfach keine mal drauf. Keine Ahnung, wozu der gedacht ist. Okay, dann gehen wir hier, ja. Wir haben ja noch einen offenen. Vielleicht können wir hier dann was machen. Hoffentlich kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen. Hoffentlich ist das Gas nicht brennbar, das da rauskommt. Ach so, weil der schon Schlauch dran war. Aha. Nein! Mann! Nein! Das nenne ich einen Schlauch. Ah, das war einer, was? Hoffentlich kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen. Hä? Aber mal, mach doch, zeig mal was. Das ist gerade was angezeigt hier. Na, das macht einen ja wahnsinnig, wahnsinnig. Mann! Nein! Hm. Das nenne ich einen Schlauch. Ja, und was für ein dicker Schlauch ist das wohl? Mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen. Warnung, Kühlwinkel im Luftversorgungssystem. Das hört sich gar nicht gut an. Das nenne ich einen Schlauch. Ja, ich weiß auch, was du damit vorhast, du altes Ferkel. Hoffentlich kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen. Mit dem Helm kann ich jedenfalls keine neue Verbindung herstellen. Da vielleicht was abschnibbeln? Okay, dann macht es den höchsten Zweck. Hä? Was ist das jetzt für ein Quark hier? Geh nochmal hierher. Das nenne ich einen Schlauch, aber ja. Mit welchem? Greife auf Bantus Feld 22 zu. Und was jetzt? Der hier könnte wichtig sein. Oder auch nicht. Das nenne ich einen Schlauch. Ja, das nennst du einen dicken, langen Schlauch. Kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen? Ja, warum machst du das denn nicht? Oder fehlt jetzt noch irgendwas? Warte mal. Mann! Ich könnte diesen hier. Warum nicht? Unvorhergesehene Hydraulikverbindung. Und was? Was jetzt? So, was passiert? Hä? Also irgendwie steige ich da gerade mal nicht so richtig durch. Mit welchem? Greife auf Bantus Feld 22 zu. Ja, und ja. Was jetzt? Was denn jetzt wohl? Rat mal. Gut. Luft entweicht im Überlaufbecken. Geht. Jetzt haben wir noch den Schlauch hier. Hoffentlich kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen. Ja, warum machst du einfach? Und wozu ist der hier gut? Aus diesem Steck's einfach mal drauf. Ein seltsamer Geruch. Alte Schlönze! Steck's einfach mal drauf! Du stehst auf die lange Schläuche! Hoffentlich kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen. Keine Ahnung, wozu der gedacht ist. Und wozu ist der hier gut? Wir gucken es nochmal weiter hier oben. Also irgendwas haben wir, glaube ich, übersehen. Klöpsch zumindest, liebe Freunde.
Gehen wir ein bisschen hier vor. Oh, hier ist auch dicht. Scheiße. Vielleicht haben wir einfach was übersehen. 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 Ne, sieht nicht so aus. Übersehen. Irgendwo muss es hier doch weitergehen. Ich hab's genau gesehen. Oder müssen die zwei Figuren jetzt kombinieren, dass einer außen und einer innen was macht? Vielleicht kann ich das. Na gut, da zeigt man es ja nichts an, aber ich hab vielleicht gedacht, kann ich es hier reinstecken? Nee. Dieses Rohr gehört hier. Warum nicht? Greife auf Wartungsfeld 114 zu. Diesen hier stecken wir da an. Mal sehen, was passiert. Warnung, Kühlwinkel im Luftversorgungssystem. Das hört sich gar nicht gut an. Das muss doch irgendwas zu sagen haben, das mit dem Luftversorgungssystem hier. Hä? Ah, die nutzt ja den langen Schlauch nicht. Alte Kuh. Findet das vielleicht was? Mir fällt nichts ein, wie ich sie zusammensetzen könnte. Ich kann das irgendwie kombinieren. Dieser Auslöser dient nur dazu, Alex' Todesstrahl abzufeuern. Und das auch nur, wenn wir in Reichweite sind und ich eine freie Schussbahn habe. Das wäre nicht besonders sinnvoll, soweit ich das beurteilen kann. Du kannst doch nicht beurteilen, ich bin dein Geist. Ich will, dass er lang bleibt, damit ich auch Sachen verbinden kann, die weit auseinander liegen. Du verbindest aber nichts. Das wäre nicht besonders sinnvoll, soweit ich das beurteilen kann. Ich brauche keine Schuhschale. Eine Schale ist kein guter Ort, um ein Messer aufzubewahren. Na, die macht doch gar nichts mit dem Schlauch. Aber kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen? Ja, ich auch. Vielleicht müssen wir ja... Warum nimmt er die hier nicht? Dann nimmt die das wieder weg. Gehen wir nochmal hierher. Nehmen wir nochmal den Schlauch weg. Das versuchen wir es nochmal mit dem langen. Kann ich mit diesem langen Schlauch neue Verbindungen herstellen? Ich will die zwei mal kombinieren. Okay, erst lang. Ich will das... Nee, das ist bloß weg. Och Mann! Und der hier sieht genauso aus wie alle anderen. Was nun? Greife auf Wartungsfeld 36 zu. Hat das irgendwas zu sagen? Jetzt sagt doch irgendjemand was hier, das ist doch Nerv. Ich weiß, du weißt es, guck nicht so.